Also, ich bin Ikala und ich komme aus Porto, Portugal. Ich habe eine Familie, zwei Kinder, wir sind als Familie gekommen. Und in 2013, als wir gekommen sind, gab es eine große Krise in Portugal. Wir hatten dann zwei Kinder, müssten wir auch natürlich darauf achten. Wir wussten, dass Deutschland sehr stabil ist. Ich als Erzieherin hätte große Möglichkeiten, hier einen Job zu finden. Ich habe Glück. Ich habe eine Nachbarin gehabt, die Erzieherin ist. Und sie wusste auch, dass ich Erzieherin bin. Und obwohl ich fast kein Deutsch sprechen könnte, hat sie gesagt, Carla, wir brauchen jemanden in unserer Einrichtung. Würdest du bei uns arbeiten? Ich dachte, ja, natürlich. Aber ich kann kein Deutsch. Ne? In meiner Muttersprache kann ich mich sehr gut ausdrücken. Und hier musste ich wie ein Kind alles neu lernen. Und ich bin eine Person, die gerne kommuniziert. Und wenn ich am Tisch saß und mit Deutschen, dann habe ich gedacht, ich möchte das und das sagen, aber die Wörter habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken kann. Klar, die Sprache ist schwer, aber man kann das lernen. Ich sage das immer, wir haben im Moment ein paar Spanierinnen in unseren Einrichtungen, weil wir Leute brauchen und die kommen und die sagen immer, oh, Deutsch ist so schwer und so weiter. Und dann sage ich immer, guck mal, ich bin 49, ich bin seit 10 Jahren hier in Deutschland und ich habe das auch gelernt. Und du bist 25, das wirst du noch schneller lernen und besser. Ich kann doch ein bisschen Deutsch sprechen, ich kann meine Aufgaben gut erfüllen, ich fühle mich sicher. Vorher habe ich immer gesagt, ich kann kein Deutsch sprechen oder oh nee, 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 ich werde nicht reden. Und ich habe Schwierigkeiten gehabt. Seit 3 Jahren, dann denke ich, okay, ich bin schon in einem Level, wo ich mich sicher fühle. Ich habe überhaupt keine Angst, so der Öffentlichkeit zu sprechen. Und ich weiß, dass ich Fehler mache, aber das ist nicht mehr so relevant für mich. Für die Kinder war auch nicht leicht, aber ich glaube, nach 3 oder 4 Monaten war alles wieder gut. Die haben die deutsche Sprache gelernt. Und ja, das war auch nicht leicht, so nicht in unserem Bereich zu arbeiten, weil ich Erzieherin bin und ich liebe meine Arbeit. Und das war nicht leicht, aber wir waren sehr resilient und sehr motiviert und wir haben unsere Ziele gehabt und wir haben das geschafft. Thank you.